Hallo und herzlich willkommen zu McGraven Skies 2 Let's Play. Ich würde mir vielleicht mal ganz gerne irgendwo ein Häuschen bauen. Ein Gebäude. Irgendwas, worin man sich zu Hause fühlt. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht gerade einfach zu bauen. Aber irgendwie möchte ich das mal machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt machen will. Das war gerade einfach nur so ganz spontan. Vielleicht breche ich es jetzt auch nach ein paar Blöcken ab. Zuerst mal bräuchten wir Fackeln, weil wir müssen jetzt einen kleinen Weg bauen. Und dann bräuchten wir eine Menge Kobbel. Und dann könnten wir uns dran machen, dort irgendwas zu bauen, wobei ich nicht so der Künstler im Bauen bin. Vielleicht auch einfach nur eine Blockhütte, um dort so einen kleinen Maschinenraum unterzubringen oder so. Ein Bett und sowas. Mal sehen. Ich fange einfach an. Es ist irgendwie nicht ganz gleich hier, oder? Hier ist die Mitte. Aber da geht es irgendwie eins weiter, was eigentlich nicht sein sollte. Ah ne, hat doch alles seine Richtigkeit, ich kann nur nicht gucken, scheinbar. Boah, so ein Bildeshorn, der wäre jetzt richtig geil. Wobei, ich habe sogar gesehen, dass der hier ein anderes Rezept hat. Wir können ja mal schauen. Bildeshorn. Der heißt eigentlich Creative Builder's Wand, soweit ich weiß. Ardit auf den Builder's Wand. Also können es herstellen. Ein Obsidian und zwei Dia. Oh, das ist ja gar nichts. Das wird jetzt sowas von hergestellt. Aber sowas von. Der wird uns hier so helfen, um klarzukommen. Den mache ich sofort. Ich meine, einfach mit einem Rechtsklick die ganze Reihe fortführen. Statt hier ewig lange jeden einzelnen Block zu platzieren, das ist eine Riesenerleichterung. Sofort. Theoretisch können wir dann auch erstmal nach unten gehen und dort versuchen, mit Slabs dann Dinge zu tun. Das könnte aber auch gehen. Ich weiß es nicht. Irgendwie witzig, da habe ich im 1.5.2 Let's Play gerade mit dem Builder's Wand kürzlich was gemacht. Dann starte ich hier was Neues und dann fange ich auch direkt mit dem Builder's Wand an. Ich hasse Anrufe. Ich hasse sie. Die bringen mich immer wieder zum Cutten. So, ich probiere hier gerade so ein bisschen rum. Nee, das sollte da definitiv bleiben. Aber vielleicht jetzt zwei versetzt. Ja, das ging eine Idee. Ich probiere hier gerade echt einfach nur. Noch jetzt zwei weitergegangen. Dann hätte das dadurch jetzt auch zwei Abstand haben müssen. Stattdessen hat es jetzt einen. Ist das überhaupt synchron? Ja. Komisch. Ich verstehe nicht, wo gerade der Fehler lag. Ich war mir sicher, dass es gleich hätte perfekt passen müssen. So. Es darf, glaube ich, durchaus gerne eine riesige Plattform werden. Nein!
hat nicht mehr geklickt. Wieso reagiert das nochmal? Es leckt doch gar nicht. Also, daran kann es doch nicht liegen. Na gut, es ruckelt minimal mehr, als wenn es ohne Aufnahme tun würde. Aber als Leck würde ich das schon nicht mehr bezeichnen. Ich meine, das ist ein hochanspruchsvolles Modpack und das ist Minecraft, das sowieso ein Ressourcenfresser ist. Und eine Aufnahme dafür. Das kann man nicht mehr als Leck bezeichnen, das ist zu schwach. Oh, tschüss, Spitzhacke. Gut, dass wir mittlerweile eine immer vorhandene Versorgung von Flint haben. Durch den Kies, den wir verarbeiten. Das heißt, wir können einfach hier irgendwo hingehen. Okay, da jetzt nicht. Augenblick. Ja, sieht gut aus. Wir kriegen schon ordentlich neuen Kram. Wir können uns hier einfach mal Flint rausnehmen. Die sind jetzt wirklich keine Mangelware mehr. Und unsere Flint-Pickaxe jetzt immer nach Belieben reparieren. Und außerdem... Obwohl, nee. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher mit Iguana Tinkus Tweaks. Man müsste eigentlich Spitzhacken upgraden können. Also, ich probiere mal was aus. Kann dann, dass es überhaupt nichts bringt und völlig schief läuft oder so. Obwohl. Oh, wir haben hier noch ganz gute Spitzhacken. Die hier ist zwar insofern besser, als dass die schon gelevelt ist. Also die hat halt so ein paar Boni dadurch. Aber die hat insgesamt viel mehr Haltbarkeit und ist einfach besser. Dann probiere ich jetzt auch nicht rum, ob man die vielleicht da den Spitzhackenkopf austauschen kann. Weil durch Iguana Tinker's Peak sollte das gehen, dass ich die quasi hier reinlege und dann da ein, was weiß ich, Diamant-Spitzhackenkopf reinlege und die dann ab da Diamant ist. Das soll es mit Iguana gehen. Aber, das lassen wir jetzt einfach mal. Wir können vielleicht auch gleich einen Diamant noch draufpacken, es gibt dann 500 extra Haltbarkeit. Aber ich glaube, es geht erstmal ohne. Und wir hätten noch Koppel holen sollen. Da oben diese Scheißmonster. Da müssen wir echt gleich was gegen unternehmen. Oder nachher. Oder irgendwann. Blockplatzierlimit. Der geht nicht in alle Richtungen eine bestimmte Zahl von Blöcken, sondern der geht, wenn er in die eine Richtung nicht mehr so weit kann, weiter in die andere Richtung. Deswegen ging es da nicht auf, dass das sich jetzt komplett immer zweimal versetzt hat, sondern stattdessen war das jetzt halt so, dass das da die ganze Zeit gleich blieb, weil halt da abgeschnitten war. Es ging nicht weiter, von daher konnte er One nicht mehr in die Richtung platzieren und hat daher dann immer mehr in die Richtung platziert.
Irgendwie das Gefühl, dass das jetzt unförmig ist. Darf ich einmal kurz von oben gucken? Es ist unförmig. Aber wo liegt das Problem? Und zur Strafe darf ich jetzt erstmal kämpfen. Harter Bossfight. So, 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 so. Darf ich noch einmal kurz gucken? Danke. Stimmt doch irgendwas nicht. Also, die Plattform hier ist 5 breit. Da geht sie in einer Linie. Und weiter draußen, da auch. Da wieder. Da wieder. Da wieder. Hier wieder. Okay, ich bin blind. Sie geht tatsächlich dann hier noch eins weiter. Echt kein Gespür für sowas scheinbar. Dass ich mir das echt von oben angucken muss, damit das überhaupt funktionieren kann. Jetzt scheint es aber so zu stimmen. Ich würde hier gerne direkt ein Gebäude bauen, aber ich weiß nicht so recht. Ist hier der Chisel bei? Also die Chisel Mod. Nein, das ist schade. Dann nicht. Da können wir halt demnächst irgendwie ein richtiges Gebäude bauen. Muss kein schönes sein, aber da kann man ganz gut, was weiß ich, viel Kram unterbringen. Gut, das wäre vielleicht mal eine ganz gute Quest, oder? Ah ne, die Clockwork Engine soll ich machen für eine Quest? Wie ist Scheiße, die will ich nicht haben. Nicht Clockwork Engine. Eine Clock, ein Koppel, Gear, ein Pi. Ah, das ist teuer. Das ist nur für so eine scheiß Quest. Ich krieg auch noch nur eine Uhr dafür. Server des Generator, der ist gut. Der ist insofern gut, als dass der zwar der langsamste im Produzieren ist von all den Generatoren. Wahrscheinlich auch von allen, die es überhaupt gibt. Aber der ist so ziemlich der effizienteste, den es überhaupt von irgendeiner Mod gibt. Der holt wirklich das Allermeiste aus einer Kohle raus. Aber halt sehr, sehr langsam. Also der arbeitet extrem lang an einer Kohle, ich glaube eine halbe Stunde oder so.
Und die kann man halt zusammencraften von der Mod, die Sachen. Kostet zwar sehr viel Gramm, um das zu haben, dass man die zusammencraften kann. Aber in dem Moment produziert er halt in nur noch einem Achtel der Zeit die achtfache Energie. Also wenn man dann eine Kohle reintut, braucht es nicht mehr, was weiß ich. Wenn das jetzt 32 Minuten für eine Kohle braucht, bei 2 EU pro Tick, RF pro Tick, dann bringt das hier 2 EU pro Tick. Dann ist hier die Kohle halt innerhalb von 4 Minuten aufgebraucht, nicht in 32. Und es bringt insgesamt dieselbe Menge Energie. Und zwar sehr viel verhältnismäßig. Okay, schwierig zu erklären, glaube ich. Es ist einfach effizienter. Es bringt mehr RF aus einer Kohle, aber über einen längeren Zeitraum. Das ist halt der Nachteil. Deswegen ist es gut, davon ganz viele zu haben und die zusammen zu craften. Gut, bis wir soweit sind, dass wir die zusammen craften können, das dauert noch eine Weile. Ups, ich glaube, ich mache Geräusche. 3 Koppel, 2 Eisen, ein Ofen, 2 Holz. Ja, mal schauen. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir dafür Kohle und eine schöne Melodie. Food to Fuel. Das ist halt gut mit Pumps House Craft. Je komplexer und besser die Nahrung, die man da reinlegt, umso mehr Strom bekommt man daraus. Den habe ich noch nie gemacht. 5 Eisen, 2 Redstone. Noch einen Ofen. Na gut. Kann denn ich schon mal die Zutaten, die ich habe, reinlegen? Nö, natürlich nicht. Ach, hier ist auch kein Eisen mehr. Sag jetzt nicht, wir haben kein Eisen mehr. Das wäre jetzt doch ziemlich blöd. Ich brauche doch Eisen. Wollt ihr mir erzählen, dass wir kein Eisen mehr haben? Wollt ihr das? Das wollt ihr mit Sicherheit nicht. Broken Iron. Powdered Iron. Und du kannst wieder neue Kohle verbrauchen. Gebrauchen. Das gehört da rein. So. Dann kaufen wir das zusammen. Und kriegen hier neues Eisen. Dann schauen wir mal, was unsere Brezen so an Strom bringen. Vielleicht bringen die ja echt ordentlich Strom. Halten sich auch recht lange für uns, also so ein paar Überflüssige kann man immer gerne da rein tun, denke ich. Also ich meine, wir verbrauchen die halt nicht sehr schnell. Und wir können die halt relativ ressourcenfrei, relativ schnell herstellen. Wobei ich das dann eher offscreen machen würde, denke ich. Das kann ich euch, glaube ich, auf die Dauer nicht antun. Komm schon, Eisen. Ich brauche 3 Barren.
Also schmelz bitte schnell. Und schon wieder lösen wir mit Erfolg eine Quest und werden mit Pizzen belohnt. Supreme Pizza, die macht, glaube ich, richtig satt. Spice Leaf, also quasi Gewürze, Paprika, Zwiebel mit einem Cutting Board, das wir, glaube ich, gar nicht haben. Eine ganze Pizza, was Teig und Käse und Tomate und Tofu oder Fleisch oder sonst was ist. Krass. Die ist echt komplex und wertvoll. Schmeißen wir die mal rein. 32,11 pro Tick für fast eine Minute. Warten wir mal einfach ab, wie viel es insgesamt bringen wird. Dann wissen wir, wie viel eine unsere Brezeln bringt. Purple Potion Power. Oh, da kriegen die letzte ein Energy Cell für. Brauchen sowieso eine. Das ist gut, das machen wir dann. Potion. Egal, es ist nicht. Ich möchte es schon machen, aber wir brauchen das Obsidian. Ich wollte erst in den Nether. Also danke, aber nein, danke. So, dann wieder auf Kobbel umschalten, damit er weiter Kobbel produzieren kann. Okay, haben wir schon vier Obsidian. Hierfür bräuchten wir insgesamt 9, aber dann verwende ich lieber erstmal 10 für ein Netherportal und arbeite danach darauf hin. Basic Flux Wind. Das klingt auch ganz gut. Aber da müssen wir es am besten über Y-Level 100 platzieren und so. Das ist ein bisschen viel Arbeit jetzt. Damit Transport, dafür brauchen wir noch Filter und Retrieval. Das machen wir mal. Ein Papier, ein Glas, Eisen. Zum Thema Eisen. Da war ja was. Und das dritte war ein Retrieval. Tut mir leid, aber du bist dezent teuer. Enderium ist klar. Wir brauchen erstmal Pyrothium mit einem Induction Smelter, ganz viel Strom, Enderium Blend, Pulverized Silver, Pulverized Tin, Pulverized Shining Metal, flüssiges Ender. Oha, nein! Hilfe! Überfall mich doch nicht so. Gut, der Fischer kann für 11 ununterbrochen Fisch sammeln, sozusagen maschinell produzieren. Den könnten wir vielleicht gleich machen.
Monstergen ist nicht ganz so einfach. Nein! Oh. Egal, das musste getan werden. Ich habe es immer weiter aufgeschoben. Wir müssen uns darüber bauen und endlich den Mossy-Koppel sammeln. Obwohl, ist eigentlich eine dumme Idee. Wir machen doch sowieso unterirdische Plattform. Und dann möchte ich einmal kurz was testen. Wenn ich so mache, kann ich dann. Ja, perfekt. Sind dann auch unten. So, hab wahrscheinlich wieder geknackt. Geht das? Ja, es geht. Das erleichtert uns das Bauen der Sicherheitsplattform doch enorm. Nein! Wieso? Ich höre auf, gucke hoch, hab schon längst den Rechtsklick losgelassen und auf einmal baff. Gott, stell mir einen drauf. Bringt die Plattform gerade zwar wenig Sicherheit, weil sie kaum über die oberen Dinger rausragt. Also wenn wir oben runterfallen, dann fliegen wir wahrscheinlich an der Plattform vorbei. Aber der Sinn ist ja auch, dass wir halt einen Überblick von unten haben und von unten an alles rankommen. Noch ein Stück. Ich habe extra nicht woanders hingeguckt, damit es unmöglich ist, dass der das da platzieren kann. Der kann das ja nicht in mir platzieren. Der hat es ja auch noch nie getan. Wo ich aufhöre, macht es irgendwie trotzdem. Das macht keinen Sinn. Naja, den Mossy-Koppel, den brauchen wir jetzt. Auf den habe ich lange gewartet. Um die Löcher aufzufüllen. Egal. Ist das hier Holz? Achso, das habe ich da reingesetzt. Ursprünglich war da ein Loch in der Welt. Also in der Insel. Also das Wasser ging da ja noch tiefer. Quest, Quest, Quest. Wo ist die Quest? Wo ist die Quest? Ah nee. Ich muss das ja erst zusammencraften und so. Für das Repair. Hier war es, glaube ich. Da. Und dieses Moos, das können wir einfach auf ein Werkzeug packen. Zum Beispiel das hier. Oder sehr wichtig, das hier. Weil das hier können wir, glaube ich, nicht reparieren. Ich weiß nicht, woraus das besteht. Tearjerker. Was bitte schön ist Tearjerker? Es gibt irgendwie kein Rezept. Es gibt daraus ganz viele Sachen, aber es gibt kein Rezept. Es scheint keine Flüssigkeit dafür zu geben und auch kein Material. Also auf diese Weise machen wir jetzt quasi unsere Werkzeuge hier reparierbar. Das ist schon mal gut. Okay,
Resource Accumulator, an den können wir uns auch mal machen. Warte, was? Der hat durch die Leiter überlebt. Was? Es wird ja immer schlimmer. Ich komme da ja mittlerweile echt schon runter. Gut, dass der noch nicht da war, als ich unter ihm war. Dass er mich da nicht irgendwie runtergeschmissen hat. Da ist sogar schon irgendwas passiert. Ach. Irgendwie hat eins von denen es ebenfalls geschafft, die Fackel dort zu lösen. Alter. Die Viecher spielen da echt verrückt. Ich raff gar nichts mehr. Naja, machen wir uns mal an den Accuse Accumulator. Und danach beenden wir die Folge, nachdem wir uns hier rangemacht haben. Zwei Copper Keys, ein Pneumatic Servo. Verdammt, wahrscheinlich haben wir kein Eisen. Also kein. Nicht genug. So eine ganze Menge haben wir. Will da einer zu mir? Ich will aber nicht, dass er zu mir kommt. Funktioniert das so? Ja, das ist cool. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich dadurch dafür sorgen kann, dass immer gezielt eine Sache gemacht wird. Ich glaube nicht. Ich will diese Form da raus haben, bevor weiteres Kupfer reinkommt. Zwei Koppelgiel. Dann brauchen wir gleich den Maschinenfilm, dafür brauchen wir Tingiel und was nicht alles. Und Eisen. Boah, nur zwei Powdered Iron bekommen. Eisen bekommen wir dadurch echt kaum, oder? Kann ich auch dich reintun? Nein. Ich soll erstmal wieder Kies nehmen.
kann man eigentlich mit dem Skystone Pass machen? Ich kenne eigentlich nur Skystone. Bringt der das irgendwas? Nein. PES-Müll oder wie? Das ist ja komisch. Er hat keinen Nutzen. Der muss doch einen Nutzen haben. Seltsam. Ja gut, ich glaube, ich beende hier mit der Folge. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Eisen haben. Also daran werde ich dann wahrscheinlich gearbeitet haben. Und dann machen wir in der Queue Accumulate und weitere Quests. Dann gehen wir vielleicht auch mal in Neta. Schauen, ob wir es schaffen, eine Lohe beschwört zu bekommen. Mit einer Angry Doll oder so. Ach, warte mal. Ah ne, wir haben keine Netherwarzen. Wie bekommt man die? Wahrscheinlich mit Netherstaub, oder? Oder durch... Eben mit Seelensand. Und durch Züchten. Ja, wir können uns auch noch einige Pflanzen züchten. Wie man ja wahrscheinlich auch schon... Wo war das? Hier gesehen hat, gibt es die Mod AgriCraft. Damit kann man sich irgendwie Pflanzen erzüchten, die einem Sachen machen. Ich weiß nicht, inwiefern das Ganze funktioniert, aber wir können es ja vielleicht irgendwann mal daran machen. Vielleicht wird man auch in den Quests irgendwann eingeführt, aber ich habe keine Ahnung. Statt Lavendel, Lapendel von Lapis. Ja gut. Jo. Huch. Barbarseeds bringen ein Fleisch. Okay. Interessant. Naja. Mit der Mod werden wir uns irgendwann mal beschäftigen. Die ist wahrscheinlich auch hier irgendwo noch drin, so ein bisschen. Augenblick. Oh! Wow, das fällt mir ja früh auf. Wie früh mir das auffällt. Man kann squallen. Man kann squallen. Okay, hier wird man direkt mit Blood Magic konfrontiert. Genau, ich wollte eigentlich voll früh mit Blood Magic anfangen. Uns hat uns noch am Diamanten gemangelt. Den haben wir ja schon längst. Ich habe irgendwie das vergessen gehabt. Ja gut, dann müssen wir weiter anfangen. Die Mod ist voll praktisch. Oh. Damit haben wir auch dezent was zu tun. So ein bisschen. So ein Gott, so eine komplizierte Mod. Ich habe eigentlich voll keinen Bock, jetzt hier in diesem Modpack nochmal alles zu erforschen. Wenn ich das auch noch in dem Infinity Let's Play und so machen muss. Dann ist hier Botanica, Botanical Engineering, um genau zu sein. Weiß ich nicht so recht, ob ich darauf jetzt so Bock habe. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie man hier anfängt. Botanical Seeds. If you sift pots, so you can collect seeds. Ah, okay. Mit Botania. Ja, Botania ist ja die Sache mit den Pflanzen, mit den Blumen. Und Blumen gibt es hier gar keine. Und irgendwie muss man wohl Potsoil siften. Und kann dann dadurch die Botania-Samen bekommen. Das ist interessant. Und wie kriegt man Potsoil? Mit Spruce Leaves? Nur Spruce? Müssen es Spruce sein? Oh. Ja gut, wie kriegen wir denn Spruce? Brauchen wir Ersetzlinge. Vielleicht bei das, da kriegt man ja manchmal ein paar Samen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht haben wir auch schon irgendwo Spruce mal bekommen und kann mit in der Kiste rum. Aber, oh, es gibt hier noch... Ich habe schon gedacht, wann schalten wir denn endlich die anderen Quests zu den ganzen Mods frei und so.
Bis ich jetzt mal das hier sehe. Oh, die Seite ist auch toll. Hoardings, glaube ich, so Massensachen. Ist einfach nichts drin. Applied Engineering. Ah, okay. Das Geister und das hat doch einen Nutzen, aber der ist nicht in Not Enough Items drin. Lava und Skystone, und das da drauf ergibt Skystone. Und damit kann man dann mit Applied Energistics anfangen. Machen wir einfach mal kurz, weil das sieht sehr, 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 sehr simpel aus. Wir brauchen zwar die Lava eigentlich für andere Dinge, aber egal. Wir verbrauchen sie ja trotzdem immer für andere Dinge. Ja, wunderschön. Ach, es muss ein Block sein. Okay. Ich weiß zwar gar nicht, wofür man die Blöcke brauchen könnte. Die haben eigentlich bei Applied Energistics kaum Nutzen. Das ist Dekomaterial. Die Asteroiden bestehen aus Skystone. Und da findet man dann die nötigen Bauteile für, um mit Applied Energistics anzufangen. Aber wozu das jetzt? Wir sind mit Applied Energistics fertig. Schön. Ja gut, Bienen ist auch so eine Sache, die braucht ewig und ist voll kompliziert. Damit will ich jetzt nicht unbedingt anfangen. Habe ich eigentlich keine Lust, die sind auch voll teuer und so. Da es ja auch keine Hives gibt, müssen wir die uns künstlich herstellen, so das ist nochmal komplizierter. Also ich denke, am ehesten werde ich mit Blood Magic anfangen, weil die Mod wirkt wirklich praktisch. Die erlaubt uns viele Vorteile. Und damit können wir es auch schaffen, so ein bisschen zu fliegen. Sodass wir im Notfall, falls wir runterfliegen, wieder hochkommen und so. Also ich glaube, Blood Magic werde ich nächste Folge in Angriff nehmen. Okay, das war's dann mit dieser Folge. Ich gehe dann hier wahrscheinlich so ein bisschen AFK, kümmere mich hier darum, dass das hier weiterläuft. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Kohle. Jetzt aber. Tschüss.